Zlatek spricht. Welch ein Vertrauen gehabt haben Sie. Macht euch keine Sorgen um eure Kleidung und um eure Nahrung. Ja, Jesus scheute nicht nur mal davor zurück, aufzufordern, alles zu verkaufen. Fragt nicht, was ihr essen, was ihr trinken sollt, und ängstigt euch nicht, sorgt euch nicht um euren Leib und darum, dass ihr das anzuziehen habt. Das sind starke Worte. Und das ist eine Zumutung, die daraus spricht. Ich bin unschuldig daran. Die Auswahl der Lesung aus der Bibel war einzig und allein Verantwortung des Brautpaares. Um ehrlich zu sein, wenn ich das richtig mitbekommen habe, könnte es sein, dass Sandras Anteil bei der Auswahl der Bibeltexte etwas stärker war. Und ehrlich gesagt, damit rücken Sie sich gefährlich in den Verdacht der Heuchelei. Denn mit Verlaub gesagt, Hand aufs Herz, wer würde ernsthaft denken, dass Sandra sich für den heutigen Tag keine Gedanken gemacht hat über das Thema, was sollen wir antrinken, anziehen und schon viel weniger über die Fragen, die wahrscheinlich auch gemeinsam mit irgendwelchen Helfern bewogen hat, was gibt es zu essen? Im ersten Fall, wir sehen, dass sie sich Gedanken darüber gemacht hat, und im zweiten Fall bin ich überzeugt, sie hoffen es inständig, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben. Aber beim Evangelium geht es ja vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen tiefer. Denn es geht um die Frage, nicht ein schönes Brautkleid, sondern nicht ein leckeres Hochzeitsessen, hoffen wir sehr, sondern es geht um die Frage, ob das für mich das Entscheidende und alles ist und das ist schon wahr. Oder anders gesagt, was gibt einem Menschen nochmal die Freiheit, das schönste Brautkleid und der schönste Braut der Welt und das tollste Essen und trotzdem nicht davon abhängig zu sein, zu meinen, das sei schon das Wichtigste und damit würde alles abhängen. Ich denke, das ist die Kunst eines gelungenen Lebens als Christ, ist sich um all die Äußerlichkeiten keine Sorgen zu machen, im Sinne von, jetzt wird das und wird alles schief und so, und es gleichzeitig, wenn man es hat, zu genießen und kräftig zu feiern. Sich nicht davon bestimmen zu lassen und trotzdem dadurch gerade es genießen zu können. Und Jesus selber war dafür wohl typisch. Es hat Leute sehr irritiert, dass er so problemlos feiern und genießen konnte, wie er das Übereinstimmung bringt mit dem, was er predigt. Dabei hat er selber ja sehr radikal das auch gelebt und hat es in seiner Nachfolge Menschen gegeben, die das tatsächlich wörtlich verstanden haben und das wörtlich auch ausprobiert haben, geht das in der Nachfolge von Jesus konkret alles zu verkaufen und den Besitz den Armen zu geben. Das ist in der Kirche nie als ein Gebot gemeint gewesen, zu sagen, das muss man jetzt tun, aber es gibt immer wieder Menschen, die diesen Ruf zu dieser Freiheit hatten und die sind deswegen für uns alle wichtig, weil man an diesen Menschen, die es quer durch die Kirchengeschichte immer wieder gesehen hat, gegeben hat, sehen kann, worum es eigentlich geht. Nicht das buchstäblich zu machen, sondern zu entdecken, was dahinter steckt. Denn Vertrauen ist ja genau das, nochmal ruhig die Dinge zu haben, die ich habe, und ruhig sich Sorgen zu machen, dort, wo Sorgen angebracht sind, um die Zukunft zu planen, aber sich dadurch nicht unfrei machen zu lassen, sondern den Blick zu bewahren für das Wesentliche. Und Jan Silvius, ich habe es mal beschlossen, ich bleibe dabei, ich glaube, bei euch ist er der Butzi und bei ihm war es noch was anderes, ist ein bisschen formelles für mich, Jan Silvius. Und Sandra haben das große Glück gehabt, glaube ich, dass sie auf verschiedene Weise, in verschiedenen Traditionen, in ihren Freundeskreisen und vor allem auch Familien etwas gelernt haben von dem Vertrauen. Da muss man erstmal drauf kommen, dass man dem Leben trauen kann. Von denen, die als Kriegsgebieten, als Flüchtlinge zu uns kommen, wissen wir, wie wenig selbstverständlich es ist, in Frieden und Sicherheit zu leben und einen gewissen Wohlstand haben zu können. Also Hamburger zu sein, ist dann schon ein Privileg, nicht? Und ich glaube, die Hamburger wissen das. Von manchen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, wissen wir, wie wenig selbstverständlich die Erfahrung einer Familie und einer Partnerschaft ist.
Menschen, die alles zurücklassen mussten oder verloren hatten. Auch bei uns gibt es sehr wohl die Erfahrung, jeder von uns kennt Menschen, die erleben müssen, dass Beziehungen brüchig sind und dass man deswegen dieses Vertrauen immer neu lernen muss und wie wichtig es ist, eine Quelle zu haben, die mir hilft, dieses Grundvertrauen nicht zu verlieren. Und gerade deswegen ist dieses Evangelium mit dieser Radikalität, verkauft alles und kümmert euch um das eine, was wichtig ist, nämlich dass Gottes lebendige Gegenwart unter den Menschen erfahrbar ist, dass Liebe erfahrbar ist in dieser Welt, ist die Radikalität von so einem Evangelium genau der richtige Maßstab für das, was ihr heute vorhabt. Nicht, dass ihr euren Bausparvertrag deswegen kündigen müsst, hat man sowas noch wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber jetzt, wo sie einander haben und jetzt, wo sie einander dieses Versprechen heute geben, in guten wie in schlechten Tagen, ausdrücklich werden mitgenannt, auch die schlechten Tage zusammenzustehen. Wann, wenn nicht jetzt, wollen sie das Vertrauen lernen, das trägt und das auch in der Beziehung miteinander trägt. Nicht ängstlich voneinander abhängig zu sein, sondern sich als ein wunderbares Geschenk erfahren und begreifen. Da war die Zeile im Evangelium, um all das geht es den Heiden. Also immer nur die Sorge, arbeiten und anziehen, essen, besitzen. Mit Heiden, mit dem Wort, das ist eigentlich im Griechischen das Wort für Völker, also Menschen, die verstreut leben, ohne eine Beziehung zu haben. Es geht Jesus nicht darum, dass er Heiden schlecht machen will. Also, sie sind nicht gemeint. Jesus wäre, glaube ich, ohne seine Braut wahrscheinlich doch nicht so häufig in die Kirche gekommen und jetzt heute hier. Aber da ist er doch bei Sandra nochmal mit auf eine Schiene gerutscht und hat aber auch nicht Nein gesagt. Und ohnehin habe ich ihm gesagt, er ist getauft und das kriegt man so schnell nicht wieder abgewaschen. Mit Heiden sind Menschen gemeint, wo Jesus sagt, entdecke, dass dort ein Vater ist, der dein Vater sein will. Bei aller Verehrung für die irdischen Väter, sie sind nicht gemeint, sondern Jesus verkündet ausdrücklich, dass der allmächtige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, uns Menschen in dieser zärtlichen Weise begegnet, uns Vater sein zu wollen. Und das ist die Grundlage für das Vertrauen von Jesus. Und er erlebt es so und erlebt es so. Und wie radikal Jesus es meint, ist für uns immer das Symbol des Kreuzes. Weil das ist die Stelle, wo eigentlich nach menschlichem Ermessen Vertrauen zu Ende ist. Er hat alles verloren, ist aller Kleidung beraubt, ist dort dürstend und nackt am Kreuz. Und im Blick darauf zu sagen, und alles, was Menschen einander antun und alles, was Menschen Schicksal erleiden könnte, das Vertrauen kann stärker sein, wenn wir entdecken, dass Gott der Urheber aller Liebe ist und diese uns nicht verloren geht. Und dieser Blick auf das Kreuz und aller Radikalität hilft, dass seine kleinen Dinge des Alltags immer wieder zu der Frage zurückkommen, und wofür lebst du? Und wenn wir die Ehe als Sakrament heute feiern, dann ist es ja im Grunde genommen dieser Augenblick heute, der für euch vielleicht in späteren Tagen, Wochen und Monaten und Jahren einfach nochmal der Blick drauf ist und wofür leben wir? Und die guten Zeiten und die schlechten Zeiten. Und wofür leben wir? Das haben wir damals gespürt von dem, was als Potenzial in dieser Beziehung, in diesem Leben drin ist, was wir miteinander machen wollen. Das ist etwas, was Sie immer noch entdecken können. Sie sind nicht erst seit gestern zusammen, aber miteinander, gerade im Blick auf heute neu, diesem Vertrauensfundament zu bauen, das Sie brauchen und das euch gegeben sein kann. Uns braucht ein bisschen Sorgfalt gerade für dieses Vertrauensfundament miteinander. Heißt hier, euch muss es um das Reich Gottes geben und dann wird euch alles andere dazu gegeben. Ich bin der festen Überzeugung, so wichtig sie beide füreinander sind, dieses Vertrauen lernen wir dort, wo wir es ausprobieren. Wo wir dann nochmal den sicheren Grund verlassen und etwas Ungewohntes tun, und zwar nicht einfach nur des Thrills wegen, sondern weil ein Mensch unsere Hilfe braucht. Oder weil wir für andere da sind. Zum Beispiel das Risiko auf sich zu nehmen, dass sie so einen kleinen Haustyrannen bekommen, der ihren gesamten
Tagesablauf durcheinander wirft und der ihnen dennoch die Erfahrung einer großen Liebe schenkt. Oder zu erfahren, dass es Situationen gibt, wo ich auch mal was riskieren muss und nicht weiß, ob das jetzt alles gut geht. Ich weiß, das fällt dem Aufrechterhalten sich auch immer ein bisschen schwerer nochmal. Aber